warum das autofreie Helgoland ein Polizeiauto braucht. Jetzt der reale Irrsinn XXL. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum realen Irrsinn XXL. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer prallen halben Stunde mit Provinzbossen, Amtsschimmel und Schildbürgerstreichen. Wir vom NDR-Satire-Flaggschiff Extra-3 sind dem realen Irrsinn ja seit vielen Jahren in unseren Filmen auf der Spur. Und deshalb sind wir einfach mal herabgestiegen in die Katakomben des NDR und haben 25 Klassiker noch einmal ans Tageslicht geholt. Platz 25 bis Platz 9 haben wir Ihnen in den vergangenen 2 Wochen gezeigt. Jetzt geht es direkt auf die Zielgerade. Auf den Sieger, auf Platz 1 wartet diese formschöne Trophäe. Der Gartenzwerg des Monats. Ist der nicht schön? Ja. Und es geht direkt los. Wir beginnen mit Platz Nummer 8. Passend zur Jahreszeit. Es sind ja Sommerferien. Ne? Nirgendwo gibt es mehr Ärger als beim Reisen auf der Autobahn. Jedes Jahr werden zum Beispiel Männer von ihren Frauen auf der Fahrt in den Urlaub an Autobahnraststätten ausgesetzt. Schlimm. Ne? Und was noch schlimmer ist, viele Männer merken das erst nach 2 Wochen, wenn die Frau sie auf der Rückreise wieder abholen kommt. Auf der A20 allerdings gab es in den vergangenen Jahren ganz anderen Ärger. Dennis Gastmann hat für uns darüber berichtet. Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Und wir haben einen Ausflug gemacht an die A20, unsere Lieblingsautobahn. Sie erinnern sich, die Ostseeautobahn war vor 1,5 Jahren als Brüllautobahn ins Gerede gekommen. Denn statt leisem Asphalt wie im Westen hier links, hatte man hier rechts den ostdeutschen billigen Brüllbeton angedreht. Schon damals wollten wir wissen, wer diese tolle Idee hatte. Wir fragten nach bei den zuständigen Stellen in Berlin, dann in Schwerin, wieder in Berlin und sogar in Hamburg. Das erstaunliche Ergebnis, keiner war schuld. Wenigstens das bestätigte uns damals Jürgen Klöckner vom Schweriner Wirtschaftsministerium. Naja, aber dann sollte alles besser werden. Und über den lauten Beton wurde leiser Asphalt geschmiert. Für 3,5 Millionen Euro Steuergelder. Dieser Belag hat zwar erstmal ein paar hundert Autos ruiniert, aber sonst gibt's eigentlich an der Autobahn doch nichts mehr zu meckern. Oder doch, Herr Schmitting vom ADAC? Sie macht uns leider immer wieder Ärger, sei es der brüllende Beton oder jetzt der blasenwerfende Teer. Blasenwerfender Teer, ja. An heißen Tagen wirft der neue Asphalt halt Blasen, groß wie Teller. Ein paar tausend. Hier und hier. Na, und die müssen jetzt aufgebohrt werden. Von Hand. Blase für Blase. Wir wollten wissen, was das jetzt schon wieder kostet. Und haben nachgefragt bei den Autobahnbauern in Berlin. Dort verwies man uns nach Schwerin ins Wirtschaftsministerium. Die wollten uns auch total gerne Rede und Antwort stehen. Hatten nur leider derzeit keinen aussagefähigen Interviewpartner. So ein Pech. Deswegen hier nur noch mal ein Archivbild von Jürgen Klöckner. Ja, bohrende Fragen, auf die immerhin einer eine Antwort hat. Und daher kann man also sich ungefähr ausrechnen, dass wir in diesem Jahr auf diesem Autobahnteilstück so um 1,5 Millionen Euro noch einmal an Reparaturmaßnahmen in den Sand setzen. 1,5 Millionen Euro. Hm. Wer zahlt die wohl? Richtig, das sind Sie und 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 Sie. Nee, das war Platz Nummer 8. Meine Damen und Herren, dass es der Kirche nicht nur um das Seelenheil der Gläubigen geht, sondern auch um deren Geld, das ist ja ein offenes Geheimnis. Das geben die Pfarrer sogar ganz offen zu, dass es denen um Geld geht. Nicht umsonst heißt es ja Asche zu Asche. Ja. Kirchensteuer ist natürlich durch die Religion selber überhaupt nicht begründbar. Schließlich sagte Jesus, folgt mir, ich weise euch die Richtung. Und nicht überweist Folgendes in meine Richtung. Naive Menschen könnten jetzt meinen, das Geld sei dort, also bei der Kirche, besonders gut und besonders sicher angelegt. Wahrscheinlich besser angelegt als bei jeder Bank. Weil ja der Heilige Geist persönlich dafür Sorge trägt, dass es Rendite tragen möge und sich nicht sinnlos verzockt wird. Diese Vorstellung ist
falsch. Wie Martina Hauschild während der Bankenkrise für uns herausgefunden hat. Die evangelische Kirche in Oldenburg ist eine kleine Landeskirche, die nicht so viel Geld hat. Und damit sich das mal ändert, hat sie die Kirchengelder gut angelegt. Nur leider bei Lehman Brothers, genau, die Pleitebank in New York. Aber das konnte ja keiner ahnen, auch nicht der Oberkirchenrat in Oldenburg. Sagen wir mal so, zu der Anlagezeit, also als die Papiere gekauft worden sind, waren sie hervorragend geratet. Sie galten als eine äußerst sichere Anlageform. Genau, alles war super geratet. Nur trotz festen Glaubens sind jetzt 4,3 Millionen Euro Kirchengeld irgendwie futsch. Das tut auch dem Oldenburger Bischof leid. Aber was soll er machen? Nun wissen wir in der Kirche darum, dass Menschen Fehler machen. Wir nennen das Sünde. Das ist uns klar. Und wir gehören vielleicht zu den wenigen, die dazu stehen. Und Sünde kann man schließlich vergeben. Und trotzdem tun sich die Oldenburger so schwer damit. Das finde ich eine Sauerei. Das ist, wenn ich nicht bei einer kirchlichen Einrichtung arbeiten würde, würde ich sofort austreten. Man sollte austreten. Schlimm. Die betteln und betteln bei uns, sag ich jetzt mal. Und und dann verzocken sie das da. Das darf nicht sein. Ach, eine moderne Kirche muss auch mal was wagen. Auch wenn in der Bibel steht, ihr könnt nicht zugleich Gott dienen und dem Mammon. Aber wer redet denn gleich von Zocken? Eine Vokabel wie verzockt würde ich auch zurückweisen. Wer so miteinander umgeht, verliert ein wenig den Respekt voreinander. Genau. Kirche zockt nicht, Kirche sündigt höchstens. Und da müssen wir eben alle mal Opfer bringen. Vielleicht war es auch ein Moment, in dem Gott uns beibringen wollte, dass wir was lernen sollten. Eine wahrlich göttliche Erkenntnis für christliche 4,3 Millionen Euro. Liebe Zuschauer, die Redaktion hat mir hier eine Aufgabe gestellt, die ich lösen soll. Und sie sagen, das sei gar nicht so einfach. Ich finde es kinderleicht. Es geht nämlich darum, die Polizeifahrzeuge den passenden Orten zuzuordnen. Also eigentlich ganz einfach. Hier haben wir Küstenwache, ja, ein Boot. So, da gehört natürlich das Meer dazu. Logisch, hier haben wir ein Polizeikamel. Soll es geben. Das gehört natürlich in eine Wüste. So, hier ein ganz normaler Streifenpolizist. Der kommt natürlich in die Fußgängerzone. So, und hier haben wir einen Streifenwagen. Der gehört natürlich auf eine Insel. Ich glaube, es ist Helgoland. Einfach. Nee, Moment, das ist eine Falle wahrscheinlich, ne? Denn Helgoland ist ja autofrei. Dann kann es nicht das Polizeiauto sein. Also ist es vielleicht doch hier der Streifenpolizist und das Polizeiauto in der Wüste. Nee, das wäre Quatsch. Und das Schiff in der Wüste ergibt auch keinen. Dann muss es das Polizeiauto auf Helgoland sein? Vielleicht weiß unsere Autorin Britta von der Heide da die Lösung. Weit draußen in der Nordsee. Helgoland. Hochburg des Verbrechens. Ein knochenharter Job für die Beamten der Polizei. Bis vor 3 Wochen hatten sie gegen das Verbrechen kaum eine Chance. Denn sie hatten kein Polizeiauto. Doch dieser Notstand ist endlich beseitigt. Die Helgoländer fühlen sich wieder sicher und sind begeistert. Da habe ich heute Nacht von geträumt, ja. Warum? Ja, weil ich das Blödsinn finde, auf so einer kleinen Insel wie Helgoland so ein Fahrzeug zu haben. Gut, im Allgemeinen ist es Blödsinn. Deshalb ist Helgoland ja auch autofrei. Aber im Besonderen gibt es natürlich sehr gute Gründe, warum die Polizei hier ohne Auto einpacken kann. Und wer kann diese Gründe besser erklären als ein eingeflogener Vorgesetzter vom Festland? Schön ist es hier, ne? Ja, schön. Herr Berger hat die Berechtigung, uns den Sinn des Autos zu erklären. Im Gegensatz zu seinen Inselkollegen. Der Wagen hat nämlich gerade für eine Insel praktische Vorzüge. Da hat die Geschwindigkeit über 100, die benötigt er aber hier auf der Insel nicht.
Ach was, ein geschickter Autofahrer könnte hier bis zum Leuchtturm sicher auf 100 beschleunigen. Immerhin ist Helgoland einen ganzen Quadratkilometer groß und nur die Hälfte davon ist Grünland. Und außerdem, Geschwindigkeit ist ja nicht die Hauptsache. Hauptsache ist, dass die Kollegen nicht zu Fuß mit dem Fahrrad zum Tatort kommen, sondern möglichst schnell. Und gerade weil Helgoland sonst autofrei ist, kann man sich in einem sportlichen Dienst-Mercedes rasant bewegen. Außer hier vielleicht. Wir werden mit dem Auto auf jeden Fall schneller sein, weil zu Fuß mit dem Fahrrad sind die Höhenunterschiede nicht so schnell zu bewältigen. Aber Sie müssen ja Umwege machen, weil Sie immer hinten rum müssen. Gut, das ist vielleicht ein Riesenumweg. Aber wie soll es denn sonst gehen, hä? Etwa mit dem Fahrstuhl, da würden die Beamten noch wertvolle Zeit verlieren. Mit dem Fahrstuhl fährt man circa eine halbe Minute und die Treppe dauert 1 bis 2 Minuten, je nachdem, wie man eben zu Fuß unterwegs ist. Eine halbe Minute, eine Ewigkeit auf der Insel des Verbrechens. Welche Verbrecher? Hier gibt es keine Verbrecher. Die soll uns mal die Statistik vorlegen, wie viele Verbrecher wir haben. Die gesellschaftliche Entwicklung geht auch an der Insel Helgoland nicht vorbei. Das heißt, wir haben insbesondere mit einem Phänomen zu kämpfen, das lautet Internetkriminalität. Und dabei hilft das Auto auch? Dabei hilft das Auto nicht, in der Tat nicht. Egal, Sie sehen ja, was hier sonst so los ist. Ja, liebe Zuschauer, Sie sagen jetzt vielleicht zu Hause, das ist aber doch ein bisschen einfach alles. Das ist ein bisschen billig hier, sich immer nur über Dinge lustig machen. Die Polizisten auf Helgoland, die geben sich immerhin Mühe, die versuchen, die Insel sicherer zu machen. Das ist was Sinnvolles und sie versuchen auch ihrem Dasein als Polizisten einen Sinn zu geben. Die Komiker hingegen verändern gar nichts. Manche haben es ja versucht, Italien hat es mit Berlusconi versucht, die USA mit George W. Bush und die CDU probiert es bis heute mit Ronald Pofalla. Meistens bleibt allerdings Humor ohne Folgen. Nicht aber bei Exadei. Das kann ich hier nicht ohne Stolz verkünden. Meine Damen und Herren, hin und wieder schaffen wir es, diese Welt, in der wir leben, ein klein wenig besser zu machen. Hier ist der Beweis. Eine weitere Realsatire von Britta von der Heide. Die Anwohner des Bisamweges, bedroht. Über diesen kleinen Graben erreichten sie seit einem halben Jahrhundert ihre Grundstücke. Und jetzt plötzlich hat das Tiefbauamt Wandsbek bemerkt, dass es überhaupt keine Genehmigung für den Bau dieser Überfahrten gibt. Und ohne diese Genehmigung darf man die Übergänge auch gar nicht benutzen. Also haben die Anwohner praktisch jahrzehntelang illegal den Graben überquert. So seit 50 Jahren bin ich quasi schwarz über meine Einfahrt gegangen. Deshalb sollen die Anwohner einen Antrag ausfüllen. Das Ganze kostet 80 Euro pro Quadratmeter und 50 Euro Genehmigungsgebühr. Das finde ich ganz, ganz mies. Das ist für uns also ein absoluter Behördenirrsinn. Frage ich mich wirklich, wie die da arbeiten. Mittlerweile ist die Geschichte ein Riesenskandal in der Lokalpresse. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Dank Extra 3. Wir wollten uns das mit der Überfahrtsgebühr mal genauer erklären lassen und sind mit dem Chef vom zuständigen Tiefbauamt in den Bisamweg gefahren. Und plötzlich, was 50 Jahre richtig war und die letzten Wochen falsch, ist auf einmal wieder richtig. Was die Gehwegüberfahrten anbetrifft, brauchen sich die Anlieger hier keine Sorgen machen, weil wir keine Anträge und Genehmigungen mehr brauchen. Moment, hätte man sich das nicht vielleicht vorher überlegen können? Wir haben es festgestellt, nachdem wir gemerkt haben, dass hier Unruhe aufkommt. Und wir haben die Angelegenheit noch mal geprüft. Und jetzt sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass alle Überfahrten als genehmigt gelten. Und wieso hat das Tiefbauamt das nicht vorher schon gewusst? Tja, ich weiß es auch nicht, Herr Thiele. Warum haben wir das nicht vorher gewusst? Sagen Sie mir mal einen Satz. Tja. Und dann haben wir den ratlosen Herrn Jerisch den Anwohnern vorgestellt. Da gab es dann so einiges zu klären. Schließlich hat auch Herr Jerisch verstanden, warum das mit dem Antrag völliger Quatsch war. Ja, also mit der Herstellung einer Überfahrt ist natürlich auch verbunden, dass man sie benutzen darf. Und das ist eigentlich nur dann relevant, wenn erstmalig so eine Überfahrt hergestellt wird. In diesem Fall sind die ja alle schon vorhanden. Und da ändert sich nichts dran. Und insofern brauchen wir auch keine neuen Genehmigungen. Und somit hat Extra 3 dafür gesorgt,
dass die Anwohner vom Bisamweg endlich wieder legal ihre Häuser erreichen können. Danke, Extra 3! Herrlich. Eine rührende Geschichte, meine Damen und Herren, wie von Rosamunde Pilcher. Hier steht er, der Gartenzwerg des Monats für die beste Realsatire von Extra 3. Haben wir nicht alle mal davon geträumt, diese Trophäe in den Händen zu halten? Ich denke ja. Der nächste Film hat es noch nicht ganz geschafft, ist aber schon auf einem Champions League-Platz. Es geht um die Bahn. Ja, die Bahn. Es geht hier öfter mal um die Bahn. Lokführer werden ja auch häufiger gefragt, was sie lieber fahren. Personen oder Güter? Da antworten die meisten Lokführer, keine Ahnung, woher soll ich wissen, was für ein Scheiß hinten im Zug drin ist? Das soll sich ändern. Es soll sich ändern. Kein Wunder, dass die Gewerkschaften da nicht ganz glücklich mit sind. Rainer Blank. Sie können sich gar nicht vorstellen, was Lokführer bei einem Halt im Bahnhof alles zu tun haben. Die müssen, na, also kurz vorm Abfahren, da ist im Führerhaus der Teufel los. Das weiß keiner besser als die Gewerkschaft. Der Lokomotivführer stellt fest, dass seine Abfahrzeit herangerückt ist und er nimmt dann diese Türfreigabe zurück. Findet kein Fahrgastwechsel mehr statt, schließt sich die Tür nach 3 bis 6 Sekunden automatisch. Genau. Das ist dann amtlich und wer zu spät kommt, hat eben Pech gehabt. Denn wenn so eine Tür zu ist, dann ist die eben zu. Nur manche sehen das nicht ein. Es ist aber schon einmal passiert, dass eine Reisende im Bereich Germersheim in der Tür eingeklemmt war und dann bei voller Fahrt mitgezogen wurde vom Zug. Es ist ihr Gott sei Dank nicht allzu viel passiert. Naja, sicher tragisch. Aber muss die Deutsche Bahn für die Lokführer deswegen gleich die Vorschriften ändern? Jetzt sollen die Kollegen nämlich auch noch rausschauen, damit niemand verletzt wird. Wir sprechen dabei von einem sogenannten Betriebsblick. Richtig. Der Lokführer soll jetzt bei rund 5% aller Bahnhöfe Betriebsblicken. Das heißt, mal gucken, dann mal wieder nicht, dann wieder gucken. Aber das ist ja noch nicht alles. Denn die Lokführer sollen jetzt nicht nur darauf achten, dass niemand verletzt wird, sondern auch noch darauf, dass alle mitkommen. Also zusätzlich zum Betriebsblick noch einen weiteren Blick. Einen sogenannten Serviceblick. Also 2 Blicke auf einmal, das funktioniert nun wirklich nicht. Bei anderen Bahnunternehmen funktioniert das hervorragend. Hier oben bei der AKN zum Beispiel, die haben einen Spiegel, die gucken mit einem Spiegel auf den Bahnsteig und sehen, dass alles in Ordnung ist und fahren dann ab. Ja, ja, die von der AKN, also der Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster. Die haben doch die Brisanz von Betriebs- und Serviceblick gar nicht geblickt. Könnten Sie mir denn noch mal ganz kurz einen Betriebsblick vormachen? Oha. Ganz normal so. Rausgucken, sag ich. Und ein Serviceblick? Das ist dasselbe. Ach, einfach nur mal so rausgucken. Na, wenigstens die von der Gewerkschaft wissen, dass das mit dem Rausgucken ganz schön kompliziert sein kann. Was ist bei Dunkelheit? Was ist bei Nebel, Schnee, Regen? Also bei unsichtigem Wetter? Eben. Und genau deshalb bleiben die Fenster der Lokführer zu. Basta. Der Serviceblick. Das war er, glaube ich, oder? Das war der Serviceblick. Oder war es Betriebsblick? Ich glaube, so, das war Serviceblick. Ja, die Steigerung wäre dann Serviceblick in freundlich. Das wäre. Dafür müssten allerdings bei einigen Bahnmitarbeitern ganze Muskelgruppen im Gesicht neu aufgebaut werden. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, wo wir unsere Realsatiren überall gedreht haben, dann schauen Sie doch mal auf unsere Internetseite x3.de. Da haben wir eine interaktive Karte gebastelt. Sie können also auf die markierten Orte klicken und können sich den jeweiligen Film passend zum Ort nochmal im Netz anschauen. Vielleicht ist ja auch Ihre Heimatstadt dabei. Und wenn Sie uns einen Tipp geben wollen, weil Sie solche Geschichten auch erlebt haben, denken, das passt doch zu Extra 3, das passt zum realen Irrsinn, dann schreiben Sie uns eine Mail an extra3@ndr.de. Meine Lieblingsartikel in Zeitungen beginnen immer mit Amerikaner wissen. Nee, so beginnen sie nicht. Sie beginnen mit amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Ja? Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Es sind immer nur amerikanische Wissenschaftler. Es sind ja nie Deutsche. Interessanterweise. Es sind allenfalls noch kanadische Wissenschaftler oder belgische Wissenschaftler. Ja, ja, doch auch in Belgien wird geforscht, ist vielen nicht bekannt, aber das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden.
Ja, ja, doch, 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 doch. Herr Molkheim, Sie wissen Sie. Ich muss mal kurz denken. Deutsche Wissenschaftler spielen leider kaum noch eine Rolle. Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist in Gefahr, dachte ich, bis ich den folgenden Beitrag von Therese Ulrich sah. Ich heiße Hans-Henning Lühr, ich bin Staatsrat im Finanzressort in Bremen und habe mich 2 Jahre lang mit Keksen beschäftigt. 2 Jahre lang mit Keksen? Ich habe in vielen Konferenzen erforscht, welche Kekse gegessen werden und wie die gegessen werden. Faszinierend. Der Staatsrat hat bei Konferenzen die Kekse genau unter die Lupe genommen, dokumentiert und natürlich katalogisiert. Herausgekommen ist eine beeindruckende Studie der Keksologie. Die Qualität, da waren 39% grundsolider Alltagskeks, 22% gehobene Qualität und nur 15% Premiumqualität. Dieser Meilenstein der Keksforschung ist nur der unermüdlichen Arbeit von Staatsrat Lühr zu verdanken. Auf 179 Sitzungen analysierte der Finanzexperte nicht nur die verschiedenen Keksorten, sondern auch das spezifische Keks-Essverhalten der Konferenzteilnehmer. Heraus kamen bahnbrechende Erkenntnisse. Ich habe eine ganze Reihe von Typen beobachtet und der für mich imposanteste war der Schaufelbacker. Der hat eigentlich die Kekse immer so gegessen, so im Schnellspiel, dass man kann das hier nur so demonstrieren. Dann gibt es den Spitzfinger, der sucht sich aus dem Ganzen den Keks raus, den er gerne macht. Also hier zum Beispiel diese kleine Waffel. Dann den eher hektisch und nervösen, die Schlingpflanze. Also der guckt und so. Ist das ganz hektisch? Genial. Diese Keksstudie muss selbst den kritischsten Bremer Bürger überzeugen. Die ist schlicht und ergreifend überflüssig. Also ich denke auch. Also ich finde es Blödsinn. Ja. Ja. Bescheuert. Na gut, vielleicht ist die Keksstudie ihrer Zeit eben einfach zu weit voraus. Sie merken, wir befinden uns bereits auf dem Siegertreppchen. Meine Damen und Herren, das war Platz Nummer 3. Und nun kommen wir zu Platz 2. Keine Frage, auch dieser Film wäre ein würdiger Sieger gewesen. Auf jeden Fall, auch dieser Film hätte den Gartenzwerg des Monats verdient. Aber mit dem Gartenzwerg ist es wie mit dem Highlander. Es kann nur einen geben. In der Schule sollen Schüler möglichst ruhig und still arbeiten. Der Grund liegt auf der Hand, wenn sie zu viel zappeln, stören sie die Lehrer beim Dösen. Ist klar, ne? Aber das Ruhigsitzen hat auch Nachteile, wie die nächste Realsatire von Martina Hauschild zeigt. Schuldirektor Burkhard Klietz will uns etwas zeigen. Seine Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe hat nämlich von der Stadt eine nagelneue Beleuchtung bekommen. Für 400.000 Euro aus dem Konjunkturpaket. Toll, es gibt nur ein Problem. Das Problem bei dieser Beleuchtung liegt darin, dass es sich die Kontrolle uns entzieht. Wir sind nicht hundertprozentig Herr der Lage. Es geht nicht immer dann an, wenn wir es anhaben wollen. Es geht nicht immer dann aus, wenn wir es aushaben wollen. Denn es gibt gar keine Lichtschalter mehr, sondern Bewegungsmelder. Das heißt, ist Bewegung im Raum, brennt das Licht. Wenn allerdings die Schüler zum Beispiel eine Klassenarbeit schreiben und sich nur wenig bewegen, ja dann... Es muss sich erst wieder was bewegen. Und wenn sich dann wieder zu wenig bewegt... Gestern in der Deutscharbeit haben wir 3 Stunden geschrieben und dann ist das auch ganz oft ausgegangen. Und dann kann man halt kurz nicht weiterschreiben und man muss dann, wenn man eine Idee hatte, dann muss man kurz winken, damit man weiterschreiben kann. Manchmal soll es aber auch dunkel sein, zum Beispiel wenn die Klasse einen Film ansehen will. Nur dann bleibt das Licht an, weil die Lichtautomatik findet, dass es sonst zu dunkel ist. Allerdings sieht man den Film nicht so gut.
Wenn man versucht, dem Film zu folgen, ist schon schlecht. Man kann nichts erkennen. Blöd. Aber hätte man das nicht früher erkennen können? Schiefgelaufen ist, dass die planende Behörde, das Bauamt hier der Stadt Itzehoe, uns nicht gefragt haben nach unseren Bedürfnissen, nach unseren Anforderungen an eine moderne Lichtanlage. Dafür hat die Stadt Itzehoe jetzt nachgebessert und der Schule ein paar Fernbedienungen geschickt, um das Licht auch mal selbst zu steuern. Aber die haben so ihre Tücken. Sie funktionieren nicht immer, leider Gottes nicht immer, aus welchen Gründen weiß ich nicht. Und dann steht man als Lehrer hier und versucht, das Licht auszuschalten und sorgt für eine gewisse Form von Heiterkeit. Heiterkeit ist doch auch was. Und mit dem nächsten Konjunkturpaket gibt es vielleicht von der Stadt Itzehoe noch ein paar funktionierende Fernbedienungen. Unser Tipp, so lange in Bewegung bleiben. Total bescheuert. Nicht zu fassen. Ja, wer denkt sich sowas aus? Blödsinn, oder? Licht mit Bewegungsmelder. Oh, da müssen wir. So. Ja. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem Sieger. Wenn der Staat einen so richtig nervt, dann stellen sich immer zwei Fragen. Wehrt man sich oder sagt man sich Schwamm drüber? In der Hamburger Hafenstraße war beides möglich. Erst wehren und dann Schwamm drüber. Hier ist unser Platz 1 in der Gesamtwertung. Der Gartenzwerg des Monats geht an einen echten Extra-3-Klassiker. Die Sonderkommission Wand und Farbe. Herzlichen Glückwunsch, viel Vergnügen und tschüss. Tatort Hamburg. Brennpunkt Hafenstraße. Parolen für den Sieg der PKK. Der Polizeieinsatz ist von langer Hand geplant und strategisch gut vorbereitet. Die Feuerwehr leistet Amtshilfe. Ein Leiterwagen vom Typ DL-30 nähert sich vorsichtig dem Straftatbestand. Die völlig neuen Einsatzwaffen stehen am Straßenrand bereit. Millimetergenau wird die schwere, vollautomatisch computergesteuerte Drehleiter an das Objekt herangeführt. Die Einsatzleitung Polizei gibt den Befehl für das Beladen des Rettungskorbes. Zwei Beamte der Sonderkommission Wand und Farbe machen sich bereit. Bislang läuft alles nach Plan. Vorsichtig wird der Rettungskorb an die Parole herangeführt. Oberbrandmeister Willi S. hat alles im Griff. Farbe Marsch. Mit kräftigem Pinselstrich beginnt Kriminalhauptmeister Olaf K. die Parole von der Mitte her zu übermalen. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. In einem Haltbarkeitstest stellen die Hafenstraßenbewohner fest, dass die von der Polizei verwendete Farbe nicht wasserfest ist. Ein spontaner Hilfsdienst, die Polizei mit wasserfester Farbe auszustatten, scheitert. Während dieser Autonome weiter die minderwertige Farbe der Polizei entfernt, verliert Kriminalhauptmeister Olaf K. scheinbar den Überblick. Statt der Parole übermalt er das Fenster. Der Einsatz wird abgebrochen. Der autonome Farbexperte beobachtet weiter das Geschehen. Während die beiden Beamten der Soko Wand und Farbe mit der gebotenen Vorsicht den Rettungs